Es weihnachtet sehr. Nun wird es endlich Zeit für eine herzerwärmende Geschichte. Dabei geht es nicht um Obdachlose oder die Altersarmut in Deutschland. Es geht um eine 110-jährige Syrerin, die noch einmal ihre Enkelin in Deutschland sehen möchte. Offenbar befindet sich die Greisin in einem noch rüstigen Zustand, um im Schlepptau der Sippe die gefährliche Überfahrt nach Europa anzutreten. In Griechenland angekommen stellten sie alle einen Asylantrag, doch bis die bearbeitet werden, könnte es für die Oma zu spät sein.